Sowas, ich schwöre, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, ja. Ich bin sprachlos. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem brandneuen Video. Ihr seht's am Titel. Wir gucken uns heute TikTok-Rapper an, ja. Wir gehen auf TikTok, suchen nach dem Begriff Deutsch-Rapper oder Deutsch-Rap-Newcomer und gucken, was uns diese TikTok-Rapper so zu bieten haben. Gucken, ob sie gut sind, ob sie nicht gut sind. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir tatsächlich jemand Krasses finden, aber ihr seid dabei auf der Reise. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Ach, da fällt mir ein, wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den YouTube-Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt gehen wir wirklich rein. Ja. Straße ab, genug davon. Warte, gib mir noch einen Flug davon. Es ist immer noch dasselbe. Ich lebe in zwei verschiedenen Welten. Sie fragen, warum bleibst du auf der Street? Vielleicht ich flieh von mir selbst. Jeder, der mich kennt, aber keiner, der mich kennt. Sag, was soll ich dazu sagen? Hör mal auf mit diesen Fragen. Nur Gott kennt meine Taten. Nur Gott. Ja, gar nicht schlecht. Wir haben hier den guten Migo67. Ich weiß nicht, ob das sein Name ist oder ob der Name Black77 ist. Gar nicht schlecht. Für mich allerdings so ein bisschen so in die Richtung so, ja, Modus Mio. So ein bisschen, ne? Ich glaub, das seht ihr, glaube ich, ähnlich, ja. Leben ist hart, scheiß Gefühl. Seele ist schwarz, eisgekühlt. Auf der Straße, ja, mein Glück, muss doch jeder überleben. Das hat das Ende, die Warte. Ich frage mich jeden Morgen die Straße weg. Frag die mich, wie die Warte schmeckt. Sag mir, warum ist Mama weg? Next! Let's go. Denn ich würde für dich sterben, für dich würde ich alles tun. Tag für Tag dich fragen, um zu wissen, dir geht's gut. Tausend solche Bitches, aber keine so wie du. Baby, ich hör bei Gott, ja, ich höre dir immer zu. Lady Wave 44, let's get it, okay. Den kann man, glaube ich, mal auschecken, ein bisschen im Auge behalten. Schon, klingt nach einem guten Sommerhit. Kopf wie zu dich, auf dem Ort, was ich gift, bin im Block. Mache Hits, Bitch, mit Gott, Schlampe, gib, ah. Gib dir ein, zwei Hippe, du gehst am Finito. Das Verblock 149, wir leben nach dem G-Code. Pack die Kilos und dann zieh los. In Dortmund handeln alle auf der Street Cokes. Ey, mach mir lieber nicht auf Badr Ari, sonst mach ich die Autos voll und komme dann zu deiner Party. Frage an euch, was sagt ihr zu so Auto-Rap-Videos? Feiert ihr sowas nicht? Ich find's irgendwie immer ein bisschen unangenehm, ja? Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber für mich ist es immer so, ich schäme mich da immer so ein bisschen. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich bin auch nicht so der große Autofahrer, ich hab nicht mal Führerschein, deswegen, also, vielleicht laber ich auch nur. Yo, das ist Pablo aus Charlottenburg. Wir haben uns seit 10, 15 Jahren oder so nicht gesehen, zu heftig. Er sagt, er ist ein mieser Rapper geworden. Ich habe gesagt, wenn er einen brutalen Part zu TikTok hinlegt, kriegt er seinen kompletten Einkauf umsonst. Okay, ein Video von Beatbomb. Ja, wer Beatbomb nicht kennt, gerne auf YouTube abonnieren. Sehr, sehr nicer Channel von den Jungs von Dogma Dior. Beatbomb, sehr, sehr lustig. Gidi und Connect waren auch schon dabei. So, Barney war schon dabei. Auf jeden Fall, nice Format, check es auf jeden Fall aus. Check. Zeig mal. Ey, ich krieg von Schein und Dopamin, ja, ich will groß verdienen. Rap-Game ist ein schickes Line in DMs, alles over G. Okay. Fühlt sich wie Alistair Overeem nach einem Zug, der mein Ort liegt geschlafen, als wär's Francis Ngannou. Zu viel Fake, Bitches mehr als Gucci Bags. Papa Anwalt fragt mich, warum du noch Traps? Ja, bist du korrekt. Doch was du nicht gewinnt bist, erkenn ich direkt. Dran wie du Jim betellst, bald sind wir im Hotel. Weg, ich hab schon nichts bestellt. Und das alles, dafür kriegst du im Internet. Momentan noch spät, die sitzen 10er Kiffen, Abfuck. Okay, Bruder. Er hat auf jeden Fall seinen Einkauf umsonst verdient, ja. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber wir gehen direkt weiter in den nächsten TikTok-Rapper. Let's go! Okay, hier kommt jemand, er sagt, der beste Newcomer 2021, ihr und wir wissen, wenn jemand sagt, er ist der beste Newcomer 2021, dann ist es meistens Cap. Ja, wir gucken trotzdem mal rein. Let's go. Du sagtest, ich bin Dreck, aber was sagst du jetzt? Farben offen im Verdeck, ja, du hast es nie geschätzt. Das alles war nicht echt, Baby. Ich sag's immer noch, Dreck. Nein, aber for real. Bro, so eine Mucke brauchen wir doch nicht. Wir brauchen 2021 nicht noch mehr solche Rapper. So. Ja, ich sag's euch ganz, wie es ist. So. Der Hype war vor 3 Jahren und reicht jetzt auch. Trotzdem natürlich... viel Erfolg für den Bruder. Wir gehen weiter in den nächsten TikTok. Let's go! Ihr könnt alles sagen, was ihr wollt. Wollt. Meine Kette ist scharf und der Rest im Gold. Und wenn ihr wollt streiten, kann ich auch reiten. Wie als wär's ein Wolf. Ja, ein Wolf. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. In der Hose steckt doch mein Colt.
Bitte sagt mir, er hat nicht Stay High so riesig auf seinem Bauch tätowiert. Bitte sagt mir nicht, dass... Ich bin sprachlos. Leute, ich bin sprachlos. Was soll ich dazu sagen? Oh mein Gott. Oh, what the fuck, Bro. TikTok-Rapper. Anders, ja. Andere Breed einfach. Crazy. Ja. Yeah. Nico Rosso, 2020. Sie freut sich schon so. Okay, das war's mit dem Video. Mir hat euch das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Soll ich mehr solche Formate machen? Soll ich mal auf Instagram vorbeigucken und da mal ein paar Posts abchecken? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert den YouTube-Kanal, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf YouTube und natürlich folgt mir auf TikTok, denn, ne? TikTok-Video, folgt auf TikTok, logisch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bah! Ciao.